Das Foto, das dort praktisch an der Wand am höchsten liegt, das ist der Herr El-Alawi.
gibt mittlerweile auch ein Buch von ihr von Martin Links, das auf Deutsch übersetzt worden ist. Das sind Texte, die über die Liebe zum Schöpfer, zu der Schöpfung selbst, aber auch die Liebe unter den Menschen behandeln. Viel Spaß. Thank you.
So, vielen Dank an die Chorgruppe Gemeinsam e.V. Ich darf im Namen Gemeinsam e.V., RFB, Gott und die Welt den Herrn Dr. Brendler bedanken, dass er bei uns war. Er muss uns leider verlassen, damit er seinen Zug nach Stuttgart bekommt. Nochmals vielen Dank für die Ehre, dass Sie uns hier Ihre Anwesenheit erwiesen haben. Und ja, wollen Sie noch vielleicht ein paar Worte, wenn Sie die Zeit haben? Ja, ich beglückwünsche Sie zu dieser ganz herrlichen, großartigen Veranstaltung. Ich bin völlig überrascht und fahre mit vielen guten Ideen und besten Eindrücken nach Stuttgart. Alles Gute für Ihre Arbeit, für Religions for Peace, aber auch für die Arbeit in der Regionsgemeinschaft. Als Einzige, was ich Ihnen wünsche, Friede, Shalom, Salam, Pax. Herr, so, meine Damen und Herren, eine kleine Präsentation haben wir Ihnen noch. Unsere Schwester Fatih hat mit einer Gitarre und einem wunderschönen Lied über Frieden. Ich darf unsere Schwester Fatih auf die Bühne bitten. Bis dahin. Gemeinsam in Frieden. Das heißt, wir würden bitten, dass vielleicht alle Teilnehmer, die heute an diesem Tag anwesend sind,
ihre Unterschrift dafür geben und sich dafür sozusagen symbolisch einsetzen, dass wir zusammen im Leben miteinander auch, arbeiten und uns dafür auch in Zukunft einsetzen. Ich darf vielleicht an dieser Stelle nochmal die Dina hervorrufen, dass sie nochmal ein paar warme Worte dazu sagt, denn sie hat es auch mehr oder weniger noch vorbereitet. Also, liebe Freunde, das ist jetzt keine Unterschrift mit Vertrag. Das ist einfach nur als Erinnerung zu diesem Tag für all diejenigen, die dabei gewesen sind, eine Erinnerung, dass wir alle gemeinsam hier gewesen sind und wenn wir diesen Raum verlassen, dieses Versprechen des Gemeinsamen in Frieden sein, auch in unserem Herzen und in die Welt raustragen. Wenn ich mal, ja, wir hatten im Jahr zuvor das auch schon mal gemacht und das hängt dann, wir haben einen Raum bei uns, wo die Weltethos-Ausstellung ausgestellt wird und diese Tafel dann auch aufgehängt wird, Jahr für Jahr für Jahr, für all diejenigen, die gemeinsam an so einem Tag teilgenommen haben, als Erinnerung für uns alle, unser Gemeinsamsein. Außerdem, normalerweise würden wir zu diesem Zeitpunkt auch, dass jeder eine Kerze anzündet, aber die, wie sagt man, Hausordnung erlaubt es nicht, also machen wir was anderes, wir machen einen gemeinsamen Blumenstrauß. Es kann sein, unter Umständen, dass vielleicht nicht für alle nochmal eine Blume dann übrig bleibt zum Schluss, aber symbolisch werden wir nach und nach alle zusammen einen schönen Blumenstrauß und gleichzeitig hier in dieser Tafel eine Unterschrift machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass wir diese Zeit zusammen verbringen konnten. Ich kann nur sagen, der Herr Dr. Brendel ist hier. Religions for Peace existiert schon seit so vielen Jahren. Und er sagt, das ist fast das erste Mal, dass er richtig getroffen wurde für das, was es wirklich bedeutet, dieses Religions for Peace tatsächlich zu leben. Bis jetzt, diese Konferenzen sind immer mit Akademikern sehr hoch, sehr intellektuell. Aber hier, so wie wir sind, wie Mohammed das vorhin gesagt hat, wir sind zusammen gemeint, so wie wir sind. Und so wollen wir auch weiterhin zusammen sein. Also hiermit möchte ich ansprechen, dass jeder Einzelne vorkommt, eine Unterschrift nimmt und eine Blume. Vielleicht dürfen wir mal beginnen mit dem Herr Elkarouj Kabur, wenn das so richtig ausgesprochen ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich würde Sie bitten, nach vorbringen. Und dann würde ich Sie bitten, die erste Blume in die Vase reinzustellen und dann zu unterschreiben. Zu diesem wäre schön, wenn wir ein bisschen Sound hätten. Ein bisschen Musik vielleicht. Ja. Thank you.
Carucci. In der Zwischenzeit darf ich ganz kurz noch darauf hinweisen, dass die Programme weitergehen. Also sie sind jetzt zufrieden, nach und nach mal den Kopf zu kommen, mit den Schultern zu gehen, eine Blume in die Wand zu legen. Und dann ist ab 18 Uhr sozusagen bei Zeitung mal eingeplant, dann gibt es